Was haben wir denn hier noch Schönes? Aha, ich saug mich erstmal voll mit dem ganzen Scheiß. Reichsgraf ist wieder da. Reichsgraf, unser Dschungelheld, hat sich wieder einen abgepellt. Reichsgraf ist wieder da. Alter, die Kisten habe ich auch schon verbraten. Was? Alter, aber da würde ich jetzt 1, 2, 3... Vier. Komm, ich mach noch vier Stück. Oh oh. Brauch Leder. Ich mach noch vier Kisten. Leder. Oh, zurück. Zurück. Warte mal, ist hier... Nee, ist nicht. Alter, ich hoffe, dass da jetzt noch genug Holz ist. Bist du immer noch zu Hause? Ja, ich wollte gerade schlafen gehen. Nicht? Alter, ich mach dich tot. Alter, bist du echt immer noch zu Hause? Ja, ich musste meine Klamotten reparieren. Alter, bist du krank? Wegen den Tieren. Alter, ich bin hier seit Jahren allein in der Wildnis, weil du, Pupsnudel, einfach nicht wiederkommst und... Komm nicht wieder, nein. Ey, das kann doch... Komm nicht. Das ist doch nicht... Ich fass es einfach nicht. Der ist so doof. Alter, ich bin hier schon, ich werd hier gerade, völlig. Latsch, wo... Nein! Ist da hinten noch Holz drin? Da hab ich Angst. Hat der noch Holz da gelassen? Ja, da ist noch ein bisschen Holz. Ein bisschen. Ein ganz klein wenig Holz. Oh, ich werde ihn in Holz Särge legen. Eins, zwei, oh, wie so ein kleiner Troll. Alter, vier Kisten, ein Stack Holz, also 240. Bleiben nur 10 über. Ist ja wohl lächerlich, ne? Die jo. Sind Schweine, die sind, Schweine teuer sind die. Ja, Qualifying. Hast du denn auch das Qualifying geguckt? Herr Reichsgraf, zur dritten Etage zum Anschiss, bitte. Herr Reichsgraf. Der war gut. Zur dritten Etage zum Anschiss, bitte. Der war gut. Nee, so gut auch wieder nicht. So. Oh Mann, es ist so dunkel, ich hab Angst. Ja. Angst. Liegst du immer noch faul im Bett oder wo bist du? Nee, ich hab mir jetzt ein Lagerfeuer erstmal angemacht. Alter, du bist so ein... Kuschel mich da schön in so einen Stein. Pisspotzelfotzelfenner. Alter, das ist aber so geil. Vor allen Dingen, da ja keine Fenster da sind, ne? Ja. Scheint auch kein Licht durch. Aber es schien... Toll, es schien, ist ja richtig geil. Alter, ich meine jetzt von innen nach außen auch. Aber es schien vorhin von weiter weg Licht durch die zuhe Tür. Und erst als ich näher rankam, dann hat sich die Tür gebildet, ne? Und dann war das Licht auch wieder aus. Also echt? Mal wieder ein bisschen verbuggt. Ja, weil sich die Tür dann noch nicht aufgebaut hatte, ne? Böse Backfalle. Mann, ob wir das alles noch gebacken kriegen, ich weiß es nicht. Ich stelle erstmal Kisten auf, denn das kann ich ganz gut. Und, ich bin der Kistenaufsteller. Ich heile. Ich komme jetzt öfter. Ich bin der Kistenaufsteller vom Ballermann. Und packe euch alle an eure Eier ran. Ihr beim Ballermann. Ich bin der Ballermann. Ja, passt doch. Der Ballermann. Nein, hier, mit den Kisten. Geil. Mit wem sprichst du? Ich spreche gerade mit einem Körperteil von mir, was ungefähr deine Gesamtkörpergröße hat. Und deswegen kann ich mich mit dem eigentlich auch richtig unterhalten schon. Deine Hand? Nein, aber die Hand fasst das an, wenn ich pinkeln muss. Ursula oder Gisela? Waltraud. Oh, es wird hell. Es ist grell. Ich habe Seuche ins Auge gekriegt. Was? Seuche? Seuche ins Auge. Herr von Bödefeld? Ja? Wo sind sie denn jetzt? In Richtung laufen. Was?
Was? Ich bin jetzt an der Dead Zone. Alter, ich dachte schon, du wärst andersrum gelaufen. Ich glaube, ich hätte dich jetzt... Ey, ich, ohne Scheiß, ich wäre dir entgegengekommen und hätte dich einfach nur getötet. Nur mal so am Rande. Einfach nur, weil man es kann. Nein, Alter, das nicht geht. Das ich brauche Low-Quality-Metal. Wie mache ich Low-Quality-Metal? Aus Metallfragmenten? Kannst du natürlich auch aus Holz versuchen. Oh, da sind auch nur noch... Haben wir denn überhaupt irgendwas hier? Da haben wir ein bisschen was. So, pass auf. Dann nehme ich mal diese Metallfragmente hier raus. Muss dann wieder neue reinpacken, ne? Also ich lass mal einen kleineren Stack hier, damit du siehst, wo die lagen in der Kiste. Ja. So, pass auf. Jetzt gehe ich mal zur Workbench. Wir sind ja heute neu modern. Da geht man eine Workbench, nicht mehr an eine Werkbank. Low-Quality-Metall. Metallfragmente 15. Nö, Alter, da kommt aber doch was zusammen, ey. Alter Falter. So, 66 kann ich davon jetzt machen. Na, dauert, glaube ich, 44 oder 45 Sekunden. Das heißt, wir haben Werbung. Hier wieder Zeit für die nächste Werbung. Hörgeräte. Haben Sie wieder nichts gehört? Kaufen Sie sich Hörgeräte vom Bäcker. Ja, vom Bäcker. Das sind die Hörgeräte. Die können Sie anschließend auch noch aufessen, wenn Ihr Nachbar so einen dummen Scheiß erzählt, den Sie gar nicht hören wollen. Hörgeräte vom Bäcker. Spannt es Ihnen manchmal in der Hose? Dann ziehen Sie sie runter und machen das Fenster auf. Man weiß ja nicht, wie groß er noch wird. So, Könchen. Ich versuche mir gerade was zu überlegen, aber du laberst so einen Scheiß, ey. Ich kann mich nicht konzentrieren. So, Metall Foundation, Metall Foundation. Alter, bin gleich da. 8 Stück kann ich nur machen. 160 Sekunden, 3 Minuten. Ja, nicht ganz 3 Minuten. Das ist ja fast wie bei RDL hier. Nur Werbung. Nur Werbung. Haben auch Sie Ärger mit Haustieren? Hört das Haustier auf den Namen Cone? Dann setzen Sie doch unsere Allzweckwaffe Mr. Poops ein. Alter, jetzt sind wir hier auf Kindergartenniveau. Stimmt. Allzweckwaffe, Allzweckwasser. Mr. Poops, das ist jetzt echt Kindergartenniveau. Aber ein wenig lustig. Nicht aber. Ein wenig lustig. Wo bist du? Oh, ich kann gerade nicht, Ich komme. Ich bin zwar... Nein, jetzt ist abgebrochen worden. Scheiße, ich hätte doch nicht kommen dürfen. Oh, jetzt ist der ganze Vorgang abgebrochen. Oh, fuck. Ach, scheiße. Immer der ganze Vorgang. Das ist aber auch albern, oder? Ja. Pass auf, Metallfragmente, ne? Ja, habe ich hier in der Baukiste. Nee, kannst du mir geben? Wie viel hast du mit? 132. Gut, dann scheiß mal rüber. Das war's? Jo. Aber ich dachte, du hättest 132. Jetzt gib doch mal her, Mann. Alter, was machst du denn mit... Alter, das war jetzt gerade ein bisschen blöd. Ich hätte jetzt ein bisschen warten müssen noch mit dem Reinlassen. Kackwurst. Jetzt ist da alles abgebrochen. So, pass auf, jetzt hier. Stell dich mal hier hin, dass man dich sieht. So, wir reden jetzt über Altersdemenz. Über was? Genau. Über was? Altersdemenz. Wer sind Sie? Ich muss hier weg. Wo bin ich? Hallo? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist das? Au, oh, das ist ja heiß. Probieren Sie es doch nochmal aus. Jetzt ist das Feuer kalt. Probieren Sie es mal aus.
Das ist Altersdemenz, meine lieben Zuschauer. Hören Sie, kommen Sie doch mal her, ne? Hier, das, was leuchtet, ist ganz kalt. Gehen Sie mal mit den Füßen drüber. Mutti? Das ist Altersdemenz. Lustig, ne? Also, wenn ihr Leute seht, die Altersdemenz haben, spielt einfach damit. Seht ihr? Das kann man über Stunden lang spielen, ne? Der kommt gleich nochmal wieder her. Papa. Ich wollte es gerade sagen. Gleich sagt er der Papa. Der Papa. Der Papa. Komm raus, du fette Sau, ich hab dich hinterm Besenstiel entdeckt. Wenn ich dich nicht sehen kann, kannst du mich auch nicht sehen. Ja, aber riechen. Entschuldigung. Was war das? Das war das Feuer. Es hat geknistert. Oh, es ist alles aufregend. Es hat geknistert, das Feuer. Und. Hallo? Ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Zum Mitnehmen oder zum Hieressen? Zum Verkaufen. Ja. Ich möchte die kaufen. Mit Wechselgeld oder ohne? Ich möchte die hier essen. Und die Tischtennisplatte, wie soll die sein? Eher medium oder kalt? Nicht ganz so salzig. Ja. Und die Telefonnummer? Die habe ich nicht. Hm. Kreditkartennummer? Kreditkarte? Was ist das? Und wie ist es mit dem Wald? Eher Metall oder eher Stein? Nein, zu Fuß. Also nicht voll tanken. Nein, ich habe gerade ausgemacht. Nein. Ja, muss ja auch so nicht immer sein, ne? So, den geistigen Dünnschiss, den können wir später nochmal wiederverwenden. Ich habe jetzt, es ist zwar jetzt albern, nur 8 Stück, aber die verbaue ich jetzt erstmal, bevor ich dann noch 30 Jahre da auf der Müllhalde liege und nicht weiterkomme. Ich hätte mir ein Research-Kit mitnehmen sollen. Dann hätte ich die vielleicht auch craften können währenddessen. Aber so viel brauchen wir ja nicht mehr, ne? Von den Foundations. Wäre jetzt nicht so zukunftsorientiert, oder? Doch? Ach, wirklich? Tja. Sieht ja ein bisschen aus wie so ein. Ja. Wie ein Flachbau, ne? Wie eine Hotte Hü. Das ist echt blöd, Mann, dass hier nichts mehr dran kann, ey. Das ist ein bisschen. Kackes. Kennst du Kackes? Kackes? Nein. Kackes, yes, yes, yes. Boah. Jetzt kenn ich's. Kackes, yes, yes, yes. Alter, geht's hier noch? Geil. Alter. Wo sind die hoch? Ey, das ist ja Hammer, ey, dass das noch funktioniert. Hast du noch ranbekommen, eins? Ich sehe ja. Guck mal, wie hoch die sind. Die sind quadratisch praktisch gut. Ich bin gerade unterwegs. Geht gerade. Ja. Ja, was anderes hätte ich. Oh, schon wieder weg. Alter, ich muss schon wieder neue bauen. Das ist, scheiße. Ja? Ja, ich muss welche craften, nützt alle nix. Alter. Aber du kannst ja hier auch die Felsen abbauen, dass wir wieder was Neues einschmelzen, dass wir Metallfragmente kriegen, ne? Nee, die lasse ich liegen. Das ist gut. Deswegen stehen die hier auch. Alter, das sieht so schön aus, ne? Wenn es hier so hell ist, ne? So warm, ne? Es sieht so richtig nach geilem Wetter aus. Einfach schön. Jo, Klappstuhl, Flasche Bier. Ja, klapp weg. Klappspaten. Klapp weg? Klapp weg, Klappspaten. So, pass auf hier. Metall Foundation. Und zwar, wie viel kann ich machen? 16 Stück. Alter, das kann dauern. Nein! 320 Sekunden. Es tut mir leid, liebe Zuschauer, aber das nützt alle nichts. Es muss leider gecraftet werden, damit wir hier weiterkommen, damit wir weiterkommen. Ja. Und, pass auf, Werbung. Hallo und herzlich willkommen jetzt zur ersten richtigen, ernsthaften Werbung. Denn diese Werbeplattform benutze ich jetzt ganz einfach mal, um jetzt einfach mal Schleichwerbung zu machen. Schon ja, wieder? Schleichwerbung. Die neue Werbung, die Leuten aus den Ohren rauskommt.
Nein, die Werbung, die schleicht so leicht so von hinten an. Man fühlt sich im Moment noch sicher, aber dann schleicht sie sich von hinten hinterrücks an und schnappt zu. Und dann muss man kotzen, wenn man diese Werbung hört. Und deswegen werde ich jetzt nicht Schleichwerbung machen. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ihr mal auf www.reichsgrafentv.de draufgehen sollt. Nein, werde ich nicht machen. Ich werde auch nicht sagen, dass auf reichsgrafentv.de ihr alle Infos findet. Ja, ihr kommt zu allen Let's Plays hin. Überall, wo reichsgrafentv ist, bei Facebook, Twitter, Ask Me, also bei, Ask FM heißt das, glaube ich, genau. Auf jeden Fall findet ihr auch auf der Homepage unter Infos, also wo ihr mir Fragen stellen könnt, nicht bei Service und Anwendung, sondern unter Infos zum Projekten, bla bla bla. Da ist da der Link, da könnt ihr mir Fragen stellen, sogar anonymisiert. Ne? Und ja, da werde ich dann drauf antworten. Ich habe da schon einige Fragen auch beantwortet. Könnt ihr ja gerne mal reingucken. Und wie gesagt, die ganzen Links, die findet ihr alle von reichsgrafentv.de. Ja, da findet ihr die halt alle. Ne? Und auch sonst irgendwie Steam-Gruppe. Es gibt auch reichsgrafentv, die Steam-Gruppe und so. Egal, was ihr da für Fragen habt. Oder zum Beispiel auch der Teamspeak-Server. Ne? Welche Adresse der Teamspeak-Server hat, wo wir hier immer drauf sind. All das findet ihr da auf der Homepage, ne? Und auch, falls ihr da mal Lust haben solltet, beim Minecraft-Server mitmachen zu wollen, dann könnt ihr da auch alle Informationen zu finden. Und wie ihr euch bewerbt, ne? Auch E-Mail-Adresse und so, steht alles da. Und es stehen ja auch ein paar Links hier unten in der Videobeschreibung. Unter anderem natürlich auch eben halt von der Homepage, wo ihr dann im Prinzip alle Infos findet, die man nur finden kann. Genau. Ja, und Cone, ja, Minecraft-Server wäre schon interessant, ne? Das wäre cool. Wenn da vielleicht eben zu viel ist zu schreiben, in die Kommentare oder so, da kommt halt einfach mal ein TS vorbei, wir beißen nicht. Es sei denn, wir machen Let's Plays. Genau, es sei denn, wir machen Let's Plays. Genau, aber ansonsten beißen wir nicht, sonst einfach da mal reinkommen, ne? Einfach mal eben trauen, ne? Also wie gesagt, genau. Zugangsdaten findet ihr auf reichsgrafentv.de für den Teamspeak-Server unter Service und Anwendung, dann Teamspeak 3 Server, draufgehen, zack, 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 dann findet ihr die Daten und es ist sogar auch so eingerichtet, wenn ihr zu faul seid, die Daten selbst einzugeben, braucht ihr sogar nur aufs Banner klicken, dann startet euer Teamspeak 3 Programm automatisch, loggt sich automatisch auf den reichsgrafentv-Server ein und. Ihr müsst nur noch reden. Ihr müsst nur noch selbst reden. Wenn ihr natürlich jetzt keine Lust habt zu reden, könnt ihr Cone das schreiben und Cone redet dann für euch. Das ist ein spezieller Service, den habe ich mir jetzt mal eben einfallen lassen. Ja, einfach mal, um den anzubieten, ne? Weil man es kann. Ne? Sind das die spontane Erweiterung, die im Vertrag stehen? Kann das sein? Ja, das ist, weißt du, wo die Klauseln ziemlich allgemein gehalten worden sind, ne? Sodass ich solche Sachen einfach mal so reinbringen kann. Nee, wieso negative Punkte? Nein, nein. Habe ich wieder mehr Arbeit? Nein, es werden mit Sicherheit auch Buchstaben stehen. Nicht nur Punkte. Ja. Irgendeiner muss die ja machen, die Arbeit, ne? Nein. Doch. Was machst du gerade? Jo, ich baue mal Rohstoff ab. Du machst. Beantworte Zuschauerfragen. Und beantwortest Zuschauerfragen? Mhm. Okay. Hallo, ich bin da. Ich bin der Klaus. Ja, frag mich was, Klaus. Wie geht's dir, Klaus? Ach, weißt du was? Deine Zeit ist schon um. Tut mir leid. Der nächste, bitte. Nein. Aber ich bin noch der blaue Klaus. Und ich möchte jetzt eine Frage stellen. Wie kommt das, dass der Reichsgraf immer so lustig ist und du nicht? Siehst du, da ist nächste. Es schon wieder. Du bist nicht lustig. Und dir fehlen immer die Worte. Ah, gut, ich bin der Klaus und ich bin dann mal weg. Tschüss. Hau ab. Du Penner. Hallo, bin ich in der Leitung? Bin ich auf Sendung? Ja, was? Hier ist der Hartmut. Ich hab da mal eine Frage. Ja. Entschuldigung, ich habe ein kleines Sabberproblem, aber ich wollte mal fragen. Ich verkaufe keine Lätzchen. Nein. Ach,
Wie, doch nicht? Nein. Ist da nicht wieder Molnizetin am Telefon? Wer? Verfickt wer? Ich muss weg. Tschüss. Oh Gott.